Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Yooka-Laylee. Beim letzten Mal haben wir eine Patchy bekommen, durch die Rätsel. In der zweiten Welt noch Patchy geholt und ja, jetzt sind wir zum Schiff geworden, weil wir noch ein bisschen was erledigen müssen. Und ja, schmelzen wir mal hier alles. Fahren als Schiffi-Schiffi durch die Gegend. Machen Schiffi-Schiffi-Schiffi. Und ja, da war's. Das wäre fast falsch gelaufen gewesen. Müssen einige Objekte kaputt machen. Und was wollte ich noch sagen? Blubbidi blub blub, labalaba, schababa. Okay, das war's. Ich bin behindert, ey. Behindert! Ah, nicht hier. Ach so, guck mal da. Wieso Feuerle? Wasser? Okay. Komm ich von hier auch nicht ran. Okay. Gut zu wissen. Aber wieso Feuer löschen? Also Wasser, hä? Hey? Naja, keine Ahnung. Bin ja noch doof. Oh, schneller. Schneller. Yay. Feuer. Feuer. So. Ach, guck mal einen an. Willst du mich verarschen? Wie krieg ich doch so nicht? Ah, doch. Okay. Hab nichts gesagt. Ich wollte da hinten hin. Boom. Erstmal richtige Blickwinkel machen. Und zwar. Ist doch eigentlich kein Wasser oder so, ne? Wollt hier hin. Das kaputt machen. Okay. Und jetzt ganz schnell Land. Rein da. Na, wo kommen wir denn hin? Okay, kosmische Kaverne. Okay. Yo. Ihr mich auch. Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp eben. Aber gut, nicht so schwer. Hallo? Ihr Klo-Männer. Ach, ich wollte schon sagen, guck mal noch ein Geist, aber das, die Viecher lachen ja so dreckig. Oh fuck. Ihr blöden Mistviecher, ey. Ey, warum gibt ihr nichts? Seid ihr doof oder so? Ach. Mann, das ist gleich komplett down. Warum auch nicht? Genau. Ansonsten hat man die Fähigkeit ja nicht. Naja. Warum auch nicht? Ist was? Tschüss. Ich mach's mir ganz einfach. Federn habe ich. Ich muss ja ganz schnell durch. Ja, ich würde sonst hier verrecken. Auf jeden Fall.
Und durch da. Hallo. Was passiert hier? Was ganz Böses wahrscheinlich gleich. Ach nö. Okay. Sieht alles aus. Ja. Hey, ihr da. Hier drüben. Oh, sicher, wir sind gleich da. Oh oh. Ach, ich dachte, hier passiert irgendwas. Hi. Hi, Peachy. Wir haben die Herausforderung bestanden. Kannst du bitte den Käfig für uns öffnen? Klar. Einen Moment. das ist das erste Mal, dass das passiert. Sorry, liebe Leute, ich habe wohl Käfigfieber. Geht einfach nicht auf. Tja, dann macht das was. Wir müssen dich einsammeln. Ich könnte versuchen, mich durch die Gitterstäbe zu zwängen. Wartet kurz. Ja. Na sowas. Es hat geklappt. Soll das heißen, ihr Pages hättet die ganze Zeit durch die Gitterstäbe gepasst? Ihr müsst das verstehen. Da drin ist es ziemlich bequem. Ja, nee, ist klar. Okay. Wee. Meine. Okay. Dann können wir jetzt die Sachen auch in Ruhe einsammeln. Schon praktisch. Wenn das Ding ausgeht. La 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 la. Hä? Das ist die Feder, die ich vergessen hatte, hier die einzige. Hallo. Tschüss. Okay, hat alles. Okay. Das haben wir schon mal. Ja. Okay. Was ist das denn? Hallo. Bumm. Nee. Warum geht das nicht? Probieren wir mal was. Nee. Natürlich nicht. Das muss doch so klappen. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein. Hä? Hallo? Quack. Grüße, willkommen bei der galaktischen Katastrophe. Zum ultimativen Test für angehende Rekruten. Rekruten? Quack. Aber natürlich, wenn du stark genug bist und den Ball nach ganz oben bekommst, dann erhältst du das goldene Artefakt und wirst offiziell ein vollbewaffneter Blamphibier. Für gewöhnlich nennen wir keine Außerirdischen. Aber dein Grünton scheint zu passen. Was meint ihr, Rekruten? Wir probieren es mal aus. Besonders wenn es sich um den goldenen Artefakte dreht. Quack. Quack. Das ist die richtige Einstellung, Rekruten. Stellt euch eure Kraft auf die Probe, indem ihr so hart ihr könnt auf diese Plattform schlagt. Zeigt, was ihr könnt. Guck mal hier. Hi. Ist das schlecht? Ja, ja, komm, sehr ruhig. Ich weiß auch, wie das geht. Einmal nach ganz oben gehen, bitte. Hui. Hui. Bumm. Was? Willst du mich verkackern? Willst du mich verarschen?
Dann wollen wir mal so machen. Einmal. Huck. Ist das dein Ernst? Dein Scheiß Ernst? Tschüss. Autsch. Hat ja nicht geklappt. Wow. Autsch. Was? Wollt ihr mich verarschen? Ja, warum ging das eben? Hä? Was war das denn? Bippippe. Der will mich doch verkackeiern, ey. Hätte ja klappen können. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Gott. Das Ding will mich doch verarschen. Aber gewaltig. Ich finde das mit dem Steuern vom Fliegen irgendwie kacke. Warum? Das wird doch so nie was. Ja, dann bleibt man hier auch hängen. Schon wieder. Dieses Steuern mit dem Fliegen ist so... Kotzwerk. Hier bleibt man echt immer hängen. Kann man das Ding dann runterstoßen? Mann. Dieses Bip, 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 Bip nervt so ein bisschen. Ach ja. Ihr kennt mich mal. Gewaltig. Tschüss. Autsch. Autsch. Warum sonst kann man doch von hier nicht runterspringen? Ha! Naja. Das ist merkwürdig. Schauen wir mal irgendwann später nochmal. Holen wir uns erstmal die Federn. Mann.
Jetzt. Was ist das da? Was sagst du jetzt? Nee, warte mal. Warte. Dein Ernst? Quark nicht so viel rum. Okay. Da musst du ja richtig schnell sein. Na geht doch. Okay, haben's geschafft. Quark! Ach du verrückte Plumptibi, wie habt ihr das denn geschafft? Großartige Leistung, Rekruten. Ihr habt euch als vollwertige Kampfmaschine mehr als qualifiziert erwiesen. Quark! Die Feinde der Plumptibien werden sich angesichts unserer neuen grün-lila Kampfmaschine sicher in die Hosen machen. Nehmt eure goldene Artefakt und dann ab in den Krieg mit euch, Rekruten. Ich habe das halt vorher nicht gesehen. Aber man sollte ja immer weitergehen, ne? Toll. Und was ist die Feder dann noch? Was bringt das denn hier überhaupt? Machen kann man damit nichts. Hey. Komm mal, Schiffi. Federn. Fuck. Shit. Hier ist wahrscheinlich ein Boss drin. Ein Weltall-Piraten-Boss. Oder was auch immer. Aber. Nee, noch nicht. Das habe ich ja gar nicht gemacht hier, ne? Nee. Da hätte ich eine Öffnung frei machen müssen. Bin ich doof. Autsch. Und gleich tot. Ja. Danke. Was sind denn das für Dinge immer? Warum kommt man hier hoch? Guck mal, da ist noch ein Gang. Gehen wir mal rein. Mal gucken, ob wir hier drin verrecken. Na, wo sind wir? Hä? Hallo? Gib mir mal was. Autsch. Nee, ich hau ab. Tschüss. Wo lande ich? Okay. Wo bin ich denn hier? Im Land der Gefahren? Ich will das haben. Ich komme noch nicht mal hoch. Cool. Toll. Ach was. Warte. Nee, schwimm schneller. Schneller. Schneller.
Was bringt das eigentlich? Ach. Warum mache ich nicht so? Hä? Keine Ahnung. Warum ich nicht so mache. Ja, geh weg. Toll. Muss ich doch was anmachen? Scheinbar schon. Naja, mal gucken. Verpischt. Zumindest komische Sache ist das. Warte mal. Ah, so. Ah, guck mal, Peachy, hallo. Und ab nach oben. Ach, guck mal. Yay. Extra Leben. Dankeschön. Wie lieb von dir. Dann können wir hier auch wieder raus. Wee. Ah. Kommen wir denn hier wieder raus? Gar nicht? Das wäre jetzt gemein. Warte mal. Ich kann das Ding auch nicht runterdrücken. Also das geht schon mal nicht. Kommen wir nicht mehr raus, scheinbar. Scheinbar komme ich hier nicht mehr raus. Vielleicht hätte ich das vorher schon beiseite schieben müssen. Nee. Ach, guck mal. Okay. So sind wir auch rausgekommen. Passt doch. Ja gut, Leute, aber dann würde ich sagen, bevor wir das nächste Mal weitermachen, oder weitermachen jetzt, werde ich erstmal die Aufnahme beenden. Bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Yooka-Laylee. Ciao, ciao.